So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. ATS, wie man merkt, schon wieder ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Folge. Wir waren, ich hatte meine Mission, glaube. Twax. So, wollen wir mal reinschneiden. Ich glaube, wir hatten noch so knapp 800 oder 1000 Meilen vor uns, irgendwie sowas in der Größenordnung. Schlimm, wie alles flackert. Mal kurz meine Helligkeit ein bisschen heller. Ja, schon flackert es nicht mehr so sehr. Sehr gut. Okay. Weil das so hell auf einmal, ey. Boah. So. Jo. 20.000. Wir können uns das hier schon wieder direkt die nächste Garage kaufen. Ja, wobei nicht wirklich. Brauchen wir alleine schon 180. Ja, wir warten noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir gesagt? Wie viel brauchen wir für eine Garage voll ausgestattet? Das wären 180 plus 180 plus 180 plus 180. Na, einmal für die Garage und dreimal für die LKWs. Okay, here we go. Das heißt, ja, 720.000. Da können wir uns eine Garage holen, gleich mit drei LKWs. Oder 400.000, da können wir uns zwei LKWs holen, die wir bei uns reinstellen. Damit, wenn wir den nächsten 400.000 haben, wir dann eine Garage und einen LKW kaufen können. Und dann die zwei LKWs aus unserer Garage damit rein verschieben können. Ne? Quasi gestaffelt. Und dann wieder 400.000, nee, halt 500.000, um dann die Garage aufzustocken und den nächsten mit LKWs reinzuschieben. Schönes Lied. Hey, in der Kamera sieht aus wie, also auch im Echten ist die Wand relativ hell bei hinter mir. Kaum zu glauben, wie viel Licht die drei Bildschirme machen. Holy shit. Aber wir haben noch 900 Mal vor uns. Na, das sind den beiden Folgen. Wird ein bisschen eng, würde ich mal sagen. Meine Maus ist gerade. Nee. Maus ist richtig eingestellt. Ah, vor uns wieder alles die Straße voll hier.
Christoph, wo Tankstelle? Wir müssen hier auf unseren Sprit in den Augen behalten. Allzu lange reicht er nicht mehr. Oh, wie viel, Alter, wie viel 100 mph. Mal ein bisschen vom Gas gehen. So 80 reichen auch aus. Mal gucken, wo wir eigentlich die nächste Möglichkeit haben. Map. Und da hier vorne hätten wir eine Möglichkeit. Hier hinten auch. Ist auch schon so schön geräumig. Da haben wir sogar schön Auf- und Abfahrten. Aber hier eher weniger, dafür haben wir hier insgesamt mehr Platz. Boah. Können wir eigentlich wirklich gleich direkt parken, ne? Viel ist dann ja auch nicht mehr. Oh, wobei doch ein bisschen ist noch. Na eben stimmt, wir haben noch eine Menge vor uns. 800 Meilen. Ja, können wir wirklich direkt hier bei uns hier parken. Wo wir gerade sind. Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir gerade? Ich habe die Orientierung verloren. Ach da. Ah, das ist direkt hier parken. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Wir haben noch 12 Stunden. Ah, ne, wir brauchen noch 12 Stunden. Und wir haben noch 50 Stunden. Leute. Wir haben alle Zeit der Welt. Aber gut, pennen brauchen wir trotzdem noch nicht. Weil. Wenn wir jetzt pennen gehen, wird es eine Nachtmission. Das heißt, pennen sollten wir eh nicht. Geht also wirklich bloß um Tanken. Ja, hier ist für Autos. Dann müssen wir. Get ready to turn left.
gerade genau 0 Uhr geworden. So. Freie Bombe mit Marzipan. Oh, wie der Ecke mich so schön schaukelt. Mm. Sehr geil. Alter, er schaukelt ja richtig. Ja, muss natürlich auch, ne? Dadurch, dass wir jetzt eine Achse oben haben, haben wir natürlich weniger Seltenlagenstabilität, ne? Da uns ein Stabilisator fehlt. Also, kein Stabilisator, wie man jetzt vom Auto kennt, sondern eine Achse, die die Funktion eines Stabilisators quasi übernimmt. Rot hat aber echt, der blaue gerade hat aber echt eine scharfe Kurve gemacht. Schon lange nicht mehr gehört. Hier.
Ah, komm schon, da vorne zieh doch mal nach links, nach rechts. Okay, doch. Junge, überhol oder reihe ich ein? Und da vorne direkt den nächsten. Ach. Oh, da vorne ist richtig Stau. Ah, super. Oh mein Gott.
Dann haben wir live weite Landschaften nach vorne. Ah, oh, sieht noch gar nicht so. Aber gerade wo es ein bisschen bergab ging, hat man schön weit gucken können. Sehr stylisch. Die Frage ist, wann gehen wir jetzt eigentlich ins Bett? Ich meine, bei 10 Stunden, damit wir so mal, ich sag mal, um 5 Uhr aufstehen, bis wir um 7 ins Bett. 4 Stunden sollte passen. Ja? Da würde ich mal sagen, streben wir so 19, also 7 pm an. Das sollte dann passen. Ich hab das gelaufen, blauer, ha? Vor allem, du hast kurzzeitig, kurz nachdem er nach rechts gezogen ist, hast du gesehen, wie er denn wieder nach links hin wollte und dann aber doch auf seiner Spur geblieben ist, weil er gemerkt hat, scheiße, läuft ein LKW. Da war das Zeitfenster dann vorbei. Warum fährt doch schon wieder links ein LKW? Danke. Okay, da vorne geht gerade auch weiter. Ja. Er hätte schon wieder links. Was ist los mit dem Affen? Oh, ja. Achtung! Nicht doch bereits. Ich meine, gut, keep left heißt der bleibt links. Von daher. Aber wird jetzt erstmal nichts verkehrt, aber. Mensch, da stockt er hier schon wieder.
Schon wieder am Graswürfel, wie so mitten auf der Fahrbahn gewesen. Wie süß. Ah, schon eine halbe Stunde vorbei. Ich bin aber gerade so schön im Rausch. Das ist ja blöd. Kann kein Bock jetzt stehen zu bleiben. Kann ich irgendwo mal in der engen Kurve bleiben, wo wir sowieso abbremsen müssten? Wow. Alter. Das ist ja schon Stockerparty. Also schon keine Frames per Seconds mehr, sondern Minutes per Frames. So, dann müssen wir auch mal Startplatz suchen. Ja, hier vorne wird's. Da werden wir dann besser die Folge. Aha, schon wieder schöner Sonnenuntergang hier. Finde ich ja sehr schnieke. Ist ja gut, mein Großer. Kommt ja gleich ins Bett. Deine Kajüte wartet bereits auf dich. Dann geht's auch schon wieder halb runter. Ich meine, so wie wir die ganze Zeit Gas geben. Wer kann es dem Tank da verübeln? Warum schaut es hier schon wieder so extrem? Eieiei. Ist doch nur Walachei. Alter. Schön. Na dann, würde ich mal sagen, soll es mit der Folge auch gewesen sein. Ja. Und dann sehen wir uns in der späteren Folge wieder.